Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Demolition Company. Ja. Hier ist E-Gaming LP mit im Nego. Und mir, Max. Also schauen wir erstmal, ob meine drauf kommen. Also. Ob man jetzt einfach neue Sachen hat. Bevor du jetzt weiterreden kannst, rede ich einfach ganz schnell weiter. Dann ist jetzt das Startkapital. Wollte ich mal bemerkt haben, weil ich habe eben so viel Dosenkraft, dass es genau die Summe ist. Es waren nur 20 Stück von daher. Ich kaufe einmal den Radbagger, oder? Ja, den Radbagger. Wir kennen uns auch so ein Schießkraft, weil, sprich doch, da haben wir schon. Juhu! Also. Radbagger, weiter oben. So. Warum ist der Raupenbagger besser wie ein Radbagger? Juhu! Gut. Also, auf in die nächste Mission und Tutorials brauchen wir nicht. Nö, das finden wir alles so raus. Ach, wenn das dann mit Radladern eventuell ein bisschen länger dauern geht. Nun, lass mal so gesagt sein. Ich würde sagen. Passt. Na, da braucht man eine Abrissbirne. Warum braucht man eine Abrissbirne? Sprengstoff! Okay. Vermeiden Sie das Bruchstück auf Gelände oder gar außerhalb des Baum. Auf Gebäuden, achso, ich habe auf Geländen gelesen. Das. Achso. Ja gut, dann ist ja schon mal klar, wie ich das hier sprenge. Bam, alles weg. Close. Es gibt weiter. Nee. Ja. So sieht's aus. Ohne Endfehlpunkt. Genau, Endsprengsatz. Aber geil. Das war schon gut. Also das okay. Sprengmeister Max hier. Also. Das hat jetzt 60.000 Geld gelernt. Einfach so. Für Emo sprengen. Mach die Mission mal nochmal auf, meine Nummer. Ne, kann man nicht. Hat doch gestanden. Bonuskapital. Ach laut so, den Erfolgsbonuskurs dann. Ja, gut, okay. So. Rangingenieur, yeah. Es hätte nicht kein schneller gehen, glaube ich. Und gut, dass ich all hier die Mission nicht machen kann. Was war das? Neu ist das. Ja, das ist schon klar. Das darf gar nicht machen. Okay. Aber da kann man nichts mit Sprengstoff machen, das hast du schon gemacht. Sprengstoff! Das ist für dich, da darfst du machen. Oh jo. Gewinnen Sie genügend Abstand von denen zu springen und aktivieren Sie den Zündhäuser. Ah ja, aber was soll ich befestigen Sie? Bla bla. Ich kann hoch klettern. Fassade ist groß. Also hier das rote Ding soll keine Trümmer abbrennen. Hier das. Ja gut, das kriegt man hin. Wo sind die Leitern von denen, die gesprochen haben? Keine Ahnung. Stell dich mal von dran, Tupa moliert hast du. Nö. Hat schon 42 Geld gewonnen, weil ich so dagegen gesprungen bin. Das ist so sieht's. So macht man Geld, Leute. Ich würde mal so ein pack mal einfach mal den Sprengstoff aus. Bing. 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 Und. Ja, richtig. Bing. Also, jetzt hätten sie genau dahin gehört. Da liegt Altmetall. Geht holen. Kann ich das? Spreng die Schienen. Egal, bringt an sich hier nur. Irgendwo müsste das liegen. Das Gebäude soll keine. Oh. Ich bin noch nicht fertig. Das ist es, ja. Warte. Gut, dass man hier auch keinen Cursor oder so hat, womit man sieht, wo man hinzielt. Komm, du raus. Gut. Wo liegt das Altmetall jetzt? Das irgendeiner außer mir noch gesehen. Das bringt dir nur 200 Euro. Das ist. Bring doch das Ding noch, dann hasch ich. Ich hau mit dem Schuh Feuer. Warum nicht? So sieht's aus. Gut. Ganz kurzer Cut und nochmal da, ohne dass man was mitgekriegt hat. Yeah. Da war doch. Ne, da hat Pizza. Ah ne, hier. Da hat Pizza gelegt. Was? Das hat so ausgesehen. Hä? Wieso hat. Okay, jetzt war es nur so schlimm. Und irgendwie sind wir immer noch nicht fertig. Also machen wir einfach mal. Wie wäre das mit Ken drin? Ne, das Ding ist hier. Ja, und ich schieße es in die Richtung. Fertig. Gut. Und Ken. Everything went better than expected. Obwohl das Ende sein mega knapp hier so dran vorbeigeflossen. Jo. Juhu, darf ich noch? Ja, die Dosen sind zu kurz. Nee, ich bin zu gut. Nee, die Level sind zu kurz. Ja. Sprengstoff ist OP hier. Minimal. Reißen Sie ein Haus ab, okay, schon Sprengstoff. Bam, weggesprengt. So. Wie gesagt, wer braucht Tutorials? Na jo. Oh, wir können die kleine Abrissbirne kaufen. Oder haben wir nicht einen Quest nur mit?
Der ist noch neu. Sprengstoff? Mach. Okay. Sprengstoff. Das ist doch gar kein Problem. Standen Sie die anderen an beiden Gebäuden, sobald Sie das Dach erreicht haben? Oh, man darf Scheinwerfer mit F einschalten. Ja! Fährst hoch, sprengst du in die Luft. Ich fahr hoch, pack Sprengstoff aus, mach alles platt, fertig. Ja, ja. Aber so den, sieht das aus. Den Kompaktleiter holen wir. So, warte jetzt. Boah, mal, geht das Kamera, hier hoch? Mit nur Kamera und dann nur F. Leck und dann Scheinwerfer. Juhu. Nice. Stimmt so, wie zu fahren. Fuck the police. Boah, ist das hier strange. Geht's da weiter? Jo. Boah, das ist echt über. Vor allem sieht man hier zwei Pit. So, und jetzt Action Cap raushauen. Boah. Wo sind denn überhaupt die Scheinwerfer dran? Ah, die sind oben, okay. Ah, jetzt habe ich die Arme nicht gesehen. Aber der Lichtkegel von den zwei Scheinwerfern ist auch cool. Ja. Oh, das ist doch alles behindert, wenn man das ordentlich sieht. Jetzt streng dich doch. Ich steig einfach aus und mach's mit Sprengstoff. Weil wenn man mit Sprint schneller ist wie mit dem. Egal. 3, 3, 3. Da reichen 2 Pick. Da reichen 2 Pick. Das war zu einfach. Da hinten. Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass das Game so witzig sein könnte. Nee. Scheiße. Das ist unglaublich, so, ich bin dran. Das ist einfach unglaublich, wie schnell alles mit Sprengstoff geht. Der Level 3er Sprengstoff wurde verdammt gute Investition. Der hat sich schon mehr wie bezahlt, ey. Stufe 6, Experte. Mega. Boop. Was hat los? Sollen wir vielleicht noch, Mensch. Abrissbirne? Da kann man ja Druck kaufen. Oder da könnte man sogar so machen. Ja. Wir können auch auf die große Abrissbirne sparen. Ja, oder die kleine brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich, schon. Ich mach einfach mal da drauf. So. Moderat, ne? Sie haben zwei Bagger zu tun. Die Holzstege oder ins Wasser. Ja, da muss man halt ordentlich springen. Aber wäre vielleicht was für dich gewesen. Für mich? Nein, ich mach das doch. Nee, für da, 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 da. Oh. So. Ich hätte schon. Darf ich Boot fahren? Darf ich Boot fahren? Du kommst noch nicht mal bis auf den Steg. Oh! So, und jetzt. Trick E, Boot. Trick E, Trick E! Sie stecken im Wasser. Deswegen ist der Steg so für dumme Leute, weißt du? Ach so. Vorausschauend gedacht, Astragon. Scheiße. Ich bin einfach nur geschlagen. Ich weiß gar nicht, warum man deine Dummheit tolerieren sollte. Die Zuschauer machen das vielleicht sogar. So. Ich glaube, da würde ich nicht springen. Doch. Na gut, okay, es ist nur Insa-Sprengstoff. So, gucken wir mal, wie das von außen aussieht. Und ganz viele Mission failed! Somit hast du aber schon eine sehr gute Sprengung gemacht, ohne Witz. Mann, nicht das. Ja, die liegen dann um Boden. Warum fallen die runter? Ey, weil du nicht auf das Ding gezielt hast. Egal, spring einfach. Bumm! Warum ist das Campfire-Sprengstoff? Nee. Nix. Gut. Ich würde weiter an den Säulen springen, da springst du, glaube ich, gut. Ich hätte dort noch anders da gesprengt, aber so ist das ach super eigentlich. Gut. Da will ich noch ein. Ja, genau. Und dann. Statt einfach neu zu springen. Nö, nö. Mit R kannst du so viel. Ist egal. Nein, nein! Du böses Stück Dreieck! Geh hin, springst mit Dreier, springst doch weg! Der Steg, dem Steg passiert dann wahrscheinlich auch gar nichts. Nein, nee, passiert dem Steg nichts, der ist aus Holz, der ist immer.
Nee? Ich weiß noch schon wieder. Irgendwas hat da von Leiter gestanden, aber langweilig. Dreh mal um. Guck mal, da hinten links, das Stück ist immer. Oh, jetzt nicht mehr. So, jetzt nur noch. Ich komm, Zeppelin! Das ist so Sachen auffallen. So. So, jetzt hast du es bei. Jetzt nur noch da vorne die Säulen. Und dann hast du das, glaube ich. Ja. Ich will mal noch kurz Radbagger fahren und ein Altmetall ein bisschen suchen. Als ob ich es gewusst hätte. So, dahin liegt noch. Sandert. Dahin da links auf dem Steg hat noch gelegt. Da. Tatsache. Als ob mir es nedig hätte. Also die Wasseranimation ist. Zünde! Ob ich dann hochfliege. Passiert gar nichts. Und der Wassersprengstoff, los! Das hat Geld gekostet. Ein Altmetall hat das gekostet. Toll. So. Spreng das Boden! Nee, komm, mach die Mission fertig. Ja, oder? Ich bin. Oh nein! Und ich darf mir einfach nicht ans Wasser lassen. Das ist immer ganz gefährlich. Das ist immer. Das ist wie so ein kleines Kind, wo immer, wo da ganz knapp dran vorbeiläuft und dann immer rinfällt. Da liegt noch halt. Wenigstens haben wir die Kosten von dem Ehren springen, sonst nochmal was. Ja. Oh, das da reiß ich jetzt vom Radbagger in. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Also, okay. Was für ein Ding ist das? Okay, so macht Krach. Ah ja doch, Kopf von der Schaffung. Das ist da schon gemacht. Und hier ein Schild. Ne, ich bin da flippern, diesmal nicht. Brauchst du nicht. Mach einfach das Ding platt. Ja. So. Das war ein bisschen drüber hier. Egal. Ich hab enger geblieben. Ja, ja. Ich brauch ein bisschen Zeit, warte. Mach ihn einfach an. Gut, der war gar nicht schlecht. Und wenn jetzt noch rechts die Wand hängt, machst du schon durch. Oh, die Wand hat sich so, Offroad Driving. Das ist Offroad, echt ein Schutz und Sterne. Weißt du was, du wärst schneller, wenn es mit Vorschlagkamera drinsteht. So. Warum hat man Sprengstoff? Immer noch nicht. Ja, das. Gut. Mit Stil steht der Magala. Guck. Ja. Ja. Warum freut das denn? Egal. Guck mal, hätten Geld für eine große Abrissbirne. Cool. Machen wir mal die kleine auch noch brauchen. Ja. Ach Quatsch, ich brauche keinen. Jo. Und so. Dann würde ich sagen, ist das Let's Play erstmal zu Ende. Jupp, bevor wir die nächste Mission angehen. Gut. Oh, bis nächstes Mal. Ciao.